Ja, schön, dass ihr da seid. Heute gibt es einen Kurzvortrag mit dem Titel irgendwie besser schlafen durch Inhaltsverschlüsselung. Ist natürlich ein bisschen, also wo kommt der Titel her? Besser schlafen, primär besser schlafen durch. Wenn man in die Situation gekommen ist, dass irgendwas kaputt gegangen ist, Daten abhanden gekommen sind aus dem System, kann man durchaus besser schlafen, wenn man weiß, dass die Daten verschlüsselt sind. Plaintext-Daten, jetzt gerade mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung, sind ein heikles Thema. Und Verschlüsselung und andere kryptografische Maßnahmen können echt helfen, da das Risiko und die Eintrittswahrscheinlichkeit zu senken. Das ist jetzt kein Perl-zentrierter Vortrag. Ich habe mich ehrlich gesagt gar keine Ahnung von Perl, aber genau. Wovon ich Ahnung habe, ist schon ganz lange IT zu machen. Angefangen als Softwareentwickler und dann alles, was so danach kommt. Im Moment mache ich IT-Security, aber das heißt nichts. Ich bin weder Anwalt noch Kryptograf noch irgendwas in die Richtung. Nichtsdestotrotz erzähle ich euch ganz viel über Gesetze und Kryptografie. Wir fangen mal damit an. Takeaway, also egal was ihr tut, es gibt bestimmte Anforderungen, die ihr erfüllen müsst. Das sind Gesetze, das sind interne Regulatorien, das ist ganz banaler Selbstschutz. Krypto ist ein Mittel da, diese Anforderung teilweise zu erfüllen, ja, aber auch Krypto kommt nicht umsonst. Ja, man kann sich mit Krypto gut in den Fuß schießen. Unterm Strich kann sinnvoll eingesetzte Kryptografie aber ein gutes Sicherheitsnetz sein. Das ist nicht die erste und noch nicht die zweite Line of Defense, aber es ist zumindest mal ein Teil einer Last Line of Defense. Und wie überall im Leben, man muss gucken, dass die Maßnahmen zu den Risiken passen. Ja, gerade wenn ihr das irgendwo verkaufen wollt, dem Management, die es bezahlen müssen, muss man auch darlegen können, wir investieren jetzt X, dafür mitigieren wir ein Risiko von Y. Wenn dein X größer als Y ist, wird es halt schwierig zu verkaufen, dann ist es auch nicht sinnvoll, das zu tun. Das ist auch ganz wichtig. Danach kann keiner Krypto, ich auch nicht. Und danach ist auch keiner irgendwie Legal-Experte oder Anwalt. Dafür sind 40 Minuten ein bisschen wenig. Fangen wir mal ganz vorne an. Ihr habt Daten. So als klassisches Unternehmen. Die werden erstmal gesammelt, dann werden sie verarbeitet. Und ganz, ganz oft kommt es vor, dass diese Daten dann irgendwo gespeichert werden, aber nicht mehr wirklich einen Mehrwert haben. Und irgendwann kommt dann der glorreiche Tag, an dem man die Daten wieder löscht. So, jetzt tragen wir das mal gegen die Zeit ab. Also die Daten haben irgendwie so ein Business Value. Also man sammelt die Daten ja nicht, weil es Spaß macht, sondern weil man was davon haben möchte. So als Kundendaten für Marktforschung, ist völlig egal was. Gleichzeitig haben Daten auch immer so eine gewisse Verpflichtung. Ein gewisses Risiko, was dahinter steht, wenn diese Daten abhanden kommen. Man muss sich darum kümmern, Daten kosten Geld. Ja, auch in der modernen cloud-basierten Zeit ist Backup nicht umsonst. Und wenn man das mal so abträgt, dann, wenn man die Daten sammelt, hat man noch nicht wirklich ein Business Value, aber auch noch nicht wirklich viele Daten. Dann irgendwann nutzt man diese Daten und dann hat man auch was, wo das Geschäft sagt, dafür brauche ich die Daten. Und wenn man dann ein bisschen weitergeht, stellt man fest, dass der Business Value im Regelfall sehr stark abnimmt. Das Risiko, das man als Unternehmen trägt, indem man die Daten behält, aber eigentlich gar nicht so wirklich abnimmt. Erst dann, wenn man die Daten löscht, ist das Risiko auch weg, dass diese Daten abhanden kommen. Ja, das heißt, die erste Maßnahme ist nicht Krypto, sondern die erste Maßnahme ist früher löschen. Also das muss man Leuten mal erklären, ne? Daten sammeln ist kein Selbstzweck. Daten sammeln zum Selbstzweck ist ein Riesenrisiko. Das kann böse nach hinten losgehen und ich erkläre auch gleich, warum. Vielleicht mal Begriffsbestimmung, was meine ich mit Inhaltsverschlüsselung? Also erstmal meine ich, damit ist es ein Airbag. Ja, also alles ist kaputt, mit ein bisschen Glück überlebt ihr. Das hilft nicht überall. Wo setzt man sowas im Regelfall ein? Das ist so eine klassische Anwendung. Ja, es gibt eine Datenbank, eine Anwendung und so ein Client. Und ich glaube, jeder hat sowas schon mal gesehen. Ja, der Client macht irgendwelche Requests und die wandern dann schön hoch über den Applikationsserver, der macht dann irgendwas Wichtiges damit und schreibt es in die Datenbank. Das macht er nicht nur einmal oder zweimal oder dreimal, das macht man halt ganz oft.
Und wir sind ja schlau, wir haben irgendwie TLS, also HTTPS von Client zur Applikation und wir haben, weil wir richtig gut sind, auch von der Applikation zur Datenbank TLS eingesetzt. Ja, Haken dran, Kryptos, alles safe. Da kann ja nichts mehr schief gehen. Also fast nicht mehr, ja, weil die Daten liegen da, da werden sie verarbeitet und TLS ist jetzt auch nicht immer der Sicherheit letzter Schluss. Ja, kaputte Zertifikate, diverse Angriffe gegen SSL, TLS etc. etc. Das ist kein Allheilmittel, insbesondere weil, jetzt kommt der spannende Teil, ich gehe mal davon aus, Daten werden 10 Sekunden verarbeitet und 2 Jahre gespeichert. Und das ist noch eine defensive Annahme, dann haben wir irgendwie eine 99,99998%ige Speicherdauer gegenüber der Verarbeitungsdauer und in dieser Speicherdauer sind die Daten nicht verschlüsselt und damit effektiv auch nicht geschützt. Was wäre eine Methode? Man sagt, dass man die Daten zumindest hier oben schützt. Was wir jetzt nicht machen, ist zu sagen, wie wir die Daten hier schützen, nur so ein kleines bisschen gleich, und schon gar nicht, wie wir die Daten hier schützen, weil da gammeln die Daten rum und da gammeln sie wirklich lange rum. Also Kurzfassung, wir wollen gucken, dass wir aus der Situation in die Situation kommen, mit dem Fokus auf das hier oben. Also, warum sollte ich das tun? Ich habe gerade irgendwie was von Risiken erzählt und von Regulatorien und von Anforderungen und von den ganzen langweiligen Sachen, die ihn als Techniker so überhaupt nicht interessieren. Aber da gibt es ganz viele. Ganz, ganz viele Gesetze, insbesondere in Deutschland, haben eine starke Meinung davon, wie gut es ist, die Daten der Bürger in der Welt zu verteilen. Ja, und die EU-Datenschutzgrundverordnung ist da ganz vorne mit dabei. Da gehört zum Beispiel dazu das Bundesdatenschutzgesetz. Okay, das betrifft jeden, immer. Wer kennt die erste Regel des Bundesdatenschutzgesetzes? Die erste und allerwichtigste? Ja, es ist noch viel stärker. Das Verarbeiten personenbezogener Daten ist verboten. Punkt. Also, es sei denn, es gibt Ausnahmen. Ja, diese Ausnahmen, aber der Punkt ist, wenn man keine Ausnahme hat und das nicht nachweisen kann, dass es diese Ausnahme gibt, dann ist man auf der falschen Seite des Gesetzes. Das Bundesdatenschutzgesetz, sehen wir gleich, ist relativ zahnlos. Die EU-Datenschutzgrundverordnung ist deutlich zahnvoller geworden. Das Telemediengesetz, gehen wir auch gleich durch, ist Telekommunikationsgesetz, betrifft, also Telemediengesetz wahrscheinlich jeden von euch, TKG wahrscheinlich wenige von euch, Strafgesetzbuch wieder mal jeden von euch, Sozialgesetzbuch, da wisst ihr, wenn es euch betrifft, zumindest beruflich. Und die Datenschutzgrundverordnung betrifft euch auch immer. Also bitte nicht lesen, ne? Das sind, die Slides stehen online. Das Bundesdatenschutzgesetz, ich habe es gerade schon gesagt, das Verarbeiten von personenbezogenen Daten ist verboten. Es gibt besondere personenbezogene Daten, also was wie sexuelle Ausrichtung, aber auch so Sachen wie, bin ich in der Gewerkschaft oder nicht, was meine politische Meinung. Die sind besonders schützenswert und besonders schützenswert heißt, wenn diese Daten verloren gehen, dann ist das ein meldepflichtiger Vorfall, der muss offiziell gemeldet werden. Und wenn ich richtig Pech habe und man der Meinung ist, dass durch das Abhandenkommen dieser Daten bestimmt Leute gefährdet werden können, dann kann es sogar sein, dass ich als Unternehmen dann agieren muss. Und agieren heißt laut Gesetzestext halbseitige Anzeige in 2 überregionalen Tageszeitungen. Inhalt, wir haben es verbockt, folgende Daten haben wir verloren. Also kommt nicht vor, ne? Muss man auch so sagen, aber das ist das Gesetz. Das Telemediengesetz betrifft jeden, der eine Webseite betreibt, for profit. For profit heißt, ich habe da irgendwie einen Affiliate-Link drauf oder eine Anzeige. Da gibt es Bußgeldvorschriften bis zu 50.000 Euro. Nein, auch die werden nicht gezogen. Aber als Unternehmen und auch als Privatperson sollte die Maxime ja sein, keine Gesetzesverstöße zu begehen und schon gar nicht willentlich. Übrigens sind IP-Adressen ebenfalls personenbezogene Daten. Auch die dürfen nicht gespeichert werden. Das Telekommunikationsgesetz betrifft alle, die die Telekommunikationsdienste anbieten, ja? Wenn ich mir speichere, weil ich jeden Tag eine andere IP-Adresse habe, später wird mir irgendetwas vorgeworfen und ich kann dann sagen, ja, das ist schon eine andere IP-Adresse, darf ich die eigentlich
nicht selber speichern? Wenn es deine ist? Also deine eigenen Daten kannst du machen, was du willst. Das ist ja deine, ne? Also spannend ist, also Bundesdatenschutzgesetz, das macht ja auch nichts. Also der Punkt ist, es macht deswegen nichts, weil diese Gesetze sich auf Unternehmen beziehen. Nicht so auf die Privatperson. Aber Unternehmen, ich habe es gerade schon mal gesagt, Affiliate-Link auf der Webseite und damit bist du schon auf der falschen Seite, das ist ja nur für den Privatgebrauch. Das Telekommunikationsgesetz hat sehr starke Anforderungen, was die Verkehrsdaten betrifft. Also wer hat wann mit wem telefoniert, E-Mails geschrieben, ja, auch E-Mails, oder teilweise sogar gechattet. Ja, die BNetzA ist ja in letzter Zeit ein bisschen umtriebig geworden. Und, wenn ihr einen E-Mail-Dienst for profit mit mehr als 10.000 Leuten anbietet, also dann seid ihr auch dem TKG verpflichtet. Dann müsst ihr das melden. Und dann unterliegt ihr den ganzen regulatorischen Anforderungen da. Strafgesetzbuch ist deswegen da drin, es gibt bestimmte Berufsgruppen, Anwälte, Ärzte, Priester, alles, was mit der Gesundheit letzten Endes zu tun hat, die dürfen die Daten, die sie erfahren, die Informationen nicht weitergeben. Das sind die sogenannten Berufsgeheimnisse. Und die Leute sind Berufsgeheimnisträger. Nicht weitergeben heißt aber auch, wenn ein Arzt seine Abrechnung durch einen Dritten machen lässt, dann ist das strafbar. Ja, also StGB § 203. Also keine Ordnungswidrigkeit, strafbar. Das ist das, wo am Ende Knast steht. Deswegen, wenn ihr beim Zahnarzt seid und der hat im Regelfall so eine Verrechnungsstelle, dann unterschreibt ihr, ja, ich entbinde den Arzt von seiner Schweigepflicht. Das ist der Grund. Warum ist das relevant? Ein Arzt darf keine E-Mail benutzen, ein Arzt darf keinen Druckdienstleister benutzen, ein Arzt darf eigentlich gar nichts. Aber gerade so Sachen wie E-Mail und sonstige Sachen oder Backup irgendwo, ne, alles ganz schwierig für die, weil Dritte etwas in Erfahrung bringen können. Wenn die Daten verschlüsselt sind, dann werden sie nicht mehr weitergegeben. Also ein verschlüsselter Datensatz ist erstmal kein personenbezogenes Datum mehr und auch kein Berufsgeheimnis mehr. Sozialgesetzbuch fragt einen, der sich damit auskennt. EU-Datenschutzgrundverordnung ist jetzt hier, ne? Im Mai fängt es an. Ich vermute mal, jedes Unternehmen, in dem ihr gerade unterwegs seid, schiebt gerade die blanke Panik. Das gute Takeaway ist, wer das Bundesdatenschutzgesetz einhält, hat mit der EU-Datenschutzgrundverordnung zumindest mal kein Riesenproblem. Ja, da ist man schon mal relativ sicher. Problem dabei ist, die meisten Leute halten das Bundesdatenschutzgesetz nicht ein. Und die Strafen, die hier hinterhängen, sind teilweise drakonisch. Ne? Also 4% des Jahresumsatzes weltweit, das ist der finanzielle Todesstoß. Ne? 4% Umsatz, das ist nicht Gewinn, sondern Umsatz. Das überlebt kein Unternehmen. Gut, um dahin zu kommen, muss man es mehrfach und mit Absicht darauf angelegt haben. Ne? Wird auch nicht passieren. Also da kann man auch seine Geschäftsführer beruhigen, das wird nicht passieren. Aber auch, dass die EU-Datenschutzgrundverordnung sagt, wenn die Daten verschlüsselt sind, dann habt ihr als Anbieter schon mal ganz viel getan, um mindestens mal aus dem Vorwurf der Fahrlässigkeit rauszukommen. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn man sagen kann, hey, ich habe alles gemacht, es ist trotzdem was passiert. Ist das eine andere Aussage als, ja, das war so teuer damals. Ja, das wird auch weder die Presse noch den Staatsanwalt noch den Vorgesetzten überzeugen. Und dann gibt es auch ganz viele interne Regulatorien, gerade in großen Unternehmen oder in kreditkartenverarbeitenden Unternehmen, die eine feste Meinung dazu haben, welche Daten verschlüsselt gehören und welche nicht. Wenn das immer noch nicht ausreicht, immer fragen, was macht der Wettbewerber eigentlich so? Kennt einer TalkTalk? Also das ist mal, oder das war mal erfolgreicher, jetzt ist es noch ein Telekommunikationsanbieter. Das ist der Moment, also das ist der Börsenkurs, da haben sie gesagt, wir haben einen Datenschutzvorfall und es ist immer noch nicht wesentlich besser geworden. Und die haben auch massig Strafe gezahlt. Also es gibt noch ganz viele andere. Ich hätte nur nicht Lust, alle 5 Minuten die Folien zu aktualisieren. Kennt ihr hier Ashley Madison? Nein, diese wunderschöne Variante, wo man irgendwie da online Fremdgehen planen konnte.
Die wollten dann die Börse gehen, also wollten. Hat auch nicht funktioniert. Und der Mutterkonzern von dem Laden hat jetzt vor ein paar Monaten, Jahren auch nochmal ordentlich an reingewirkt bekommen deswegen. Weil sie Daten verloren haben, im großen Stil. Das ist eine Analyse von Tripwire, also von jemandem, der Geld damit verdient, dass ihr Angst habt um eure Daten, also immer vorsichtig zu genießen. Aber die Aussage von denen ist, Fortune an 100 Firmen, wenn die einen Major-Datenschutzvorfall haben, dann geht das auf den Aktienkurs. Und zwar, was sagen sie, 1,8%. Ja, also 1,8% des Unternehmenswertes, das will ich keinem Manager erklären. Okay, jetzt habe ich irgendwie Druckkulisse aufgebaut und ich Angst gemacht und alles ganz schlimm und wird alles nicht passieren, ja, aber man muss es ja auch weiterverkaufen können. Jetzt ist die Frage, wie, also ich habe ein Problem, wie gehe ich damit jetzt um? Das Erste, was ich mache, ist, ich muss das Problem identifizieren. Also, welche Gesetze, welche Vorschriften betreffen mich überhaupt? Wie hoch ist das Risiko? Wenn ich sage, das Risiko, dass ich als privater Betreiber einer Webseite irgendwie angeklagt werde, weil ich die IP-Adressen im Apache-Log mitprotokolliere, ja, kann passieren, wahrscheinlich, muss jeder selbst wissen. Das ist eine Risikoabwägung. Ja, das Zweite ist, ich gucke mir die Daten an, die ich habe, klassifiziere die. Und also, was muss ich bei den Daten eigentlich beachten? Und was kann passieren? Und dann muss ich entscheiden, wenn ich das weiß, wie gehe ich mit den Daten um? Und dann muss ich natürlich gucken, dass ich es umsetzen kann. Okay, was heißt das konkret? Schnappt ihr einen Experten für Legal und Datenschutz? Das muss kein Rechtsanwalt sein. Das muss einer sein, der sich auskennt. Die meisten Leute, die die Fachdomäne gut kennen, wissen auch, welche regulatorischen Anforderungen da betreffen. Dann macht man eine Liste der Daten, die man verarbeitet. Dann schreibt man mal auf, so eine CIA-Analyse, also ne, wo kann irgendwie die Vertraulichkeit, die Integrität und die Authentizität der Daten verletzt werden. Und dann geht man mit dem Management und sagt, das ist unser Risiko, das ist die Schadenshöhe, das ist die Wahrscheinlichkeit. Liebes Management, willst du das tragen? Ja oder nein? Das Management sagt ja, dann seid ihr fertig. Wenn das Management sagt nein, dann kommt der nächste Schritt. Ihr macht der Datenklassifikation. Also ein Datenbehandlungsplan. Welche Daten habe ich? Okay, ich habe Kundendatenname, Bankaccount. Hier steht besonders personenbezogenes Datum. Das ist nicht ganz richtig, aber es steht in dem Paragraphen drin über die Meldepflichten. Also 42a. Marketing-E-Mail, Empfänger, personenbezogenes Datum, Text, Protokoll, was auch immer. Ich mache einfach eine Liste und sage, was sind eigentlich die regulatorischen Anforderungen. Das Problem ist immer so ein bisschen, das kann man nicht generisch machen. Also, ich bin ein Fitnessstudio. Meine Liste mit den Newsletter-Empfängern kommt weg. Das würde ich sagen, ist ein personenbezogenes Datum. Ja, klar, ist eine E-Mail-Adresse, kann man zuordnen. Ja, das ist aber nicht besonders schützenswert. Ich habe ein BDSM-Studio. Die Liste meiner Kunden kommt weg. Da würde ich schon sagen, das ist ein besonders personenbezogenes Datum, weil es ein bisschen was über die sexuelle Ausrichtung und Neigung verrät. Ja, also deswegen kann man das nicht so ganz pauschal machen. Da muss man ein bisschen nachdenken. Wenn ich die Liste weggeschickt habe, haben alle Absolute als Blind-Kopie geschickt. Nochmal. Dann haben wir auch alle die Informationen. Mhm. Richtig. Also dann ist genau das Problem. Dann habe ich genau das gemacht und dann habe ich ein Problem. Also beim BDSM-Versand zum Beispiel würde ich mal mit jemandem klären, ob das meldepflichtig ist. Und höchstwahrscheinlich wird irgendeiner von den Leuten, die die Mail gekriegt haben, auch mal beim BFDI anfragen, hör mal, das fand ich jetzt nicht so gut. Wenn ihr jetzt wisst, welche Daten ihr habt und wie die so im Großen und Ganzen zu behandeln sind, also regulatorisch, guckt man sich an, wie werden die gespeichert, übermittelt, protokolliert, gesichert und wann lösche ich die Daten. Es gibt immer der Grundsatz der Datensparsamkeit. Wenn ich die Daten nicht mehr brauche, und mit brauchen meine ich einen belastbaren rechtlichen Grund haben, diese Daten aufzuheben, dann muss ich sie unverzüglich löschen. Das sieht dann so aus. Ich habe einen Namen, den kann ich im Plaintext speichern, aber nur verschlüsselt übermitteln. Im Log ist er wieder pseudonymisiert, im Backup verschlüsselt und löschen nach Bundesdatenschutzgesetz.
Wenn ich jetzt einen TKG-Dienst habe, dann muss ich den Namen nach TKG aufbewahren, das heißt ein Jahr bis zum Ende nach Ablauf der Kündigung. Also das ändert sich halt. Auch ganz interessant, guckt, ob ihr die Daten integritätsschützen wollt. Wie und warum, zeige ich gleich. Ja, und dann gucken, wie setze ich das um. Ja, alles verschlüsseln klingt super, bis ihr dann eine Volltextsuche machen wollt. Dann steht ihr fest so, schade, geht nicht so einfach. Also nochmal, ne, was ist das grundsätzliche Problem oder was sind die Anforderungen? Welche Daten habe ich, was muss ich tun und dann umsetzen? So, umsetzen ist ein spannendes Thema und deswegen gibt es jetzt so ein paar Patterns. Da werde ich immer nur sehr oberflächlich drauf eingehen, also zum einen aufgrund der Zeit und zum anderen, weil es sonst einfach zu tief geht. Also vorab, Krypto ist wie eine Kreissäge, ja, funktioniert super, bei Holz, Daumen, allem, also man kann ganz viel falsch machen, ohne das zu merken. Also wenn man Krypto implementiert, sollte man sich jemanden dazu holen, der sich damit auskennt. Der muss nicht überall dabei sein, aber es hilft total aufzuschreiben, was man macht und das von jemandem entgegenprüfen zu lassen. Weil es bringt auch nicht was, wenn man irgendwas macht, was nachher nicht wirksam ist oder man irgendwas macht und leider vergisst, dass man den Schlüssel nachher noch irgendwie braucht, um das Backup wiederherzustellen. Soll vorkommen. Okay, fangen wir ganz oben an. Trust Anchor. Ich bin ja persönlich ein sehr misstrauischer Mensch. Ne? Aber irgendwo muss ich ja anfangen. Ne? Ich habe so ein schönes Apple-Gerät. Nicht, weil ich glaube, dass Apple irgendwie der Heilsbringer der Welt ist. Ne? Aber zumindest gibt es da irgendwie mehr oder weniger regelmäßig Updates. Und ich vertraue denen mehr als Google, dass sie meine personenbezogenen Daten besser schützen. Das ist jetzt schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Das ist mit Abwägung. Trust Anchor sind eine Möglichkeit zu sagen, das sind unumstößliche Wahrheiten, an die ich in diesem Projekt glaube. Beispiel, ich habe einen Cloud-Anbieter und ich glaube, dass dieser Cloud-Anbieter uns nichts Böses will und dass der seine Cloud-Infrastruktur im Griff hat. Wenn ich davon ausgehe, dass das so ist, dann kann ich darauf aufsetzen. Wenn ich glaube, dass es nicht so ist, dann muss ich Alternativen suchen. Ja, und aber wenn ich diese Trust Anchor nicht einmal aufgelistet habe und verinnerlicht habe, dann kommt man vom Hölzchen aufs Stöckchen. Man findet keine Lösung. Ja, dann läuft man nachher rum wie Apple und baut eigene Prozessoren. Kann man machen, ist im Regelfall aber nicht das, was man möchte, weil das ist ein bisschen am Unternehmenszweck vorbei meistens und auch im Budget. Ja, also das heißt, man guckt sich an, was ist das Problem oder was ist das Bedrohungsmodell und man guckt sich an, wo baue ich drauf auf, also als Vertrauensanker. Ja, also keine Ahnung, ich habe hier so eine Basis und dann sage ich, wenn diese Basis gilt und bestimmte Vorbedingungen gelten, dann gilt auch was anderes. So, dann kann ich auch dem hier vertrauen. Und dem hier, und dem hier, und dem hier, und dem hier. Also, ich vertraue meinem Cloud Provider. Ich glaube, dass mein Cloud Provider grundsätzlich auch mit Secret, mit geheimen Schlüsseln umgehen kann. Wenn das so ist, dann kann ich mit Daten, die mit diesen Schlüsseln verschlüsselt sind, sind auch sicher. Wenn das so ist, dann kann ich auch sensitive Daten in der Cloud speichern. Wenn ich dem oder dem nicht glaube, dann funktioniert der auch nicht. Aber das muss man mal explizit machen, sonst kommt das Projekt nicht voran. Ja, das ist jetzt, kann jeder wie er mag machen. Okay, das sind jetzt alles, der Rest sind jetzt eher mal so Einblicke. Ja, das Thema Datenvergleich zum Beispiel. Also ganz, ganz oft kommt es vor, dass Daten verglichen werden müssen. Und ganz, ganz oft kommt es vor, dass Daten zwischen Leuten verglichen werden, die sich nicht gegenseitig so komplett vertrauen. Beispiel, ich bin ein Marketingunternehmen und habe eine Adressdatenbank. Jetzt habe ich ein Kooperationsunternehmen, mit dem möchte ich irgendwie Marketingkooperation machen. Die haben auch eine Adressdatenbank. Jetzt möchte ich wissen, lohnt sich das für mich eigentlich, mit denen zusammenzuarbeiten? Weil wenn ich die Daten habe, die haben, brauche ich nicht. Und wenn, ne, also
Möglichkeit 1, ich gebe denen meine Daten und die sagen mir, ob es funktioniert. Ja, vielleicht. Möglichkeit 2, die geben mir ihre Daten und ich sage denen, ob es funktioniert. Ja, vielleicht. Also vielleicht gibt es eine bessere Alternative. Ja, und ebenso hier ist das, ne? Also man kann... So. Lösung ist, dass man mit Hashes arbeitet. Und ein Hash ist, wenn ich zwei Texte habe, die sind gleich. Da sind auch die Hashes der Texte gleich. Und andersrum, wenn die Hashes gleich sind, sind die Texte gleich. Bla bla bla, stimmt alles nicht. Kollisionen sind möglich, aber unwahrscheinlich. Aber die Wahrscheinlichkeiten sind gerade bei SHA-256, also langen Hashes, so gering, dass die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie ein Bitflip im Arbeitsspeicher die Daten manipuliert, deutlich höher ist. So, wenn ich so einen Hash habe, hat er die Eigenschaft, wenn auch nur ein Bit sich in den beiden Texten unterscheidet, dann kommt ein komplett anderer Hash raus. Das ist so das Ziel von diesen Dingern. Das heißt aber auch, dass ich die Daten erst normalisieren muss. Also gerade bei Namen, ne, J. Edgar Hoover, okay, mache ich Hoover, John Edgar draus und dann benutze ich, keine Ahnung, das ist jetzt hier irgendwie, was habe ich hier genommen, Soundex. Für deutschen Namen wird man irgendwie die Kölner Notation nehmen oder irgendwas anderes. Wenn ich dann sowas habe, das kann ich dann hashen, weil das mit hohem Maße standardisiert ist. Und dann kann ich die Hashes vergleichen und habe zumindest schon mal so eine grobe Hausnummer. Das ist jetzt nicht nur Adressabgleich, sondern das betrifft eigentlich alles, wo man Daten miteinander vergleichen möchte, ohne diese Daten zu übermitteln. Ganz viele Unternehmen sagen, Leute, ihr müsst die Daten verschlüsseln. Die Standardantwort ist, super, ich habe die Festplattenverschlüsselung an und die Datenbankverschlüsselung. Das Problem ist, transparente Verschlüsselung ist auch für den Angreifer transparent. Das Einzige, wo eine Festplattenverschlüsselung wirklich hilft, ist, wenn einer ins Rechenzentrum geht und die Platte klaut. Das kann ein Argument sein bei der Datenträgerentsorgung, das war es dann aber auch schon. Also warum ist das so? Ich habe mir so ein Beispiel aufgemalt, ich bin da gar nicht mit herein. Also der Angriff findet quasi so von oben statt. Ich habe Daten, die sind irgendwie völlig ungeschützt, die sind relativ sicher, ziemlich sicher und ganz sicher. Also, das System ist aus, du bist irgendwie mitten in der Verarbeitung. Also ich habe ein Dateisystem, das ist verschlüsselt. Wenn der Rechner aus ist, sind alle Daten darauf sicher. Sobald der Rechner an ist, sind alle Daten darauf unsicher, also nicht mehr geschützt, weil Dateisystemverschlüsselung. Bei der Datenbank ist es ähnlich. Wenn ich jetzt Daten in dieser Datenbank habe und die einzeln verschlüsselt habe, dann bin ich schon mal deutlich besser dran, weil für einen gewissen Zeitraum hätte ich die Möglichkeit, die zu entschlüsseln und irgendwann habe ich sie auch entschlüsselt im Arbeitsspeicher. Also hier zum Beispiel. Aber sie sind nirgendwo persistiert entschlüsselt. Der Schutz ist viel höher. Das heißt, ich muss hier, wenn die Daten einzeln verschlüsselt sind, muss ich die Anwendung direkt angreifen. Es reicht nicht, eine Remote File Inclusion oder sonst irgendwas zu machen. Ja, und vor allem der Schutz bezieht sich dann immer auf eigene Datensätze, einzelne und nicht auf alles. Das heißt, wenn der Rechner aus ist, ist ein Angriff irgendwie völlig sinnlos. Wenn die Anwendung läuft, aber keine Daten entschlüsselt sind in der Anwendung, dann kann man zwar hier unten die Daten auslesen, aber sie sind noch geschützt dadurch, dass hier oben die Einzelsatzverschlüsselung angeschaltet ist. Spätestens da, wo jetzt wirklich die Daten entschlüsselt sind, kann man sie wieder auslesen. Also die Aussage ist, man kann Daten deutlich besser schützen als mit einer transparenten Verschlüsselung. Die würde man dann wählen, eine transparente Verschlüsselung, wenn man einen Zettel zeigen möchte, ich habe doch was gemacht, aber nicht, wenn man es echt sicher haben möchte. Ich habe gerade gesagt, Einzelsatzverschlüsselung, wir müssen die Daten verschlüsseln, wie mache ich das? Symmetrische Verschlüsselung, ich habe einen Datensatz, der ist unverschlüsselt. Ich habe einen Schlüssel, der ist natürlich geheim. Mit diesem Schlüssel verschlüssel ich die Daten, dann sind sie verschlüsselt. Mit demselben Schlüssel entschlüssel ich die Daten, dann habe ich ja die normalen Daten. Symmetrische Verschlüsselung, weil derselbe Schlüssel verwendet wird auf beiden Seiten. So, mal eingeguckt, Schlüssel. Ich brauche im Regelfall noch ein bisschen mehr. Ich brauche auch einen Initialisierungsvektor oder eine Nonce. Okay, muss richtig Gas geben, um diese Daten zu verschlüsseln.
Neben dem hier muss man auch gucken, wie man die Daten verschlüsselt. Symmetrische Verschlüsselung ist nicht symmetrische Verschlüsselung. Es gibt auch sogenannte Cipher-Modes. Das heißt, das hier ist mit AES verschlüsselt wahrscheinlich. Das auch. Offensichtlich ist das eine doofe Idee. Also niemals den ECB-Mode nehmen, sondern CBC oder irgendwas anderes nehmen. Die Frage ist jetzt, was mache ich mit den Schlüsseln? Wo halte ich diese Schlüssel? Mindestens sollte man irgendwie die Schlüssel ableiten aus dem Master Key und der sollte woanders gespeichert sein. Details müsst ihr euch dann mal angucken, will ich gar nicht darauf eingehen. Das geht runter bis zu, stellt euch ein HSM ins Rechenzentrum, also ein Hardware Security Module. Auch ganz gerne immer gesehen, Passwörter. Also wo kommt ein Schlüssel her? Aus dem Passwort. Wie lang muss so ein Passwort sein? Na, bei einem 128-Bit-Schlüssel muss ein Passwort ungefähr 21 Zeichen lang sein. Das ist ziemlich lang. Das heißt auch, dass das Passwort, das der Benutzer einem gibt bei der Anmeldung, höchstwahrscheinlich nicht ausreichend ist. Ja, also das sind jetzt mal doofe Passwörter, das ist ein gutes Passwort. Wenn ihr jetzt kurze Schlüssel, also kurze Passwörter habt und wollt trotzdem sichere Schlüssel ableiten, dann müsst ihr dafür sorgen, dass diese Schlüssel über einen sicheren Mechanismus abgeleitet werden. Escrypt, PBKDF2, Argon, you name it. Diese Algorithmen machen Keystretching, das heißt, man gibt einen Schlüssel rein und die investieren Arbeitszeit. Das ist so völlig in ähnlich wie bei diesen Blockchains. Ne? Man sagt, ich investiere Arbeitszeit und dadurch, dass ich einen Invest tätige, steigere ich den Wert von irgendwas. Und hier, die iterieren dann Millionen von Mal über so einen Schlüssel und zerhackstückeln den. Und damit ist es für einen Angreifer schwieriger, das performant durchzuführen. Ja, wenn ich so ein 8-Stellen-Zeichen Passwort habe, das kriege ich ohne Probleme mit einem Hash irgendwie in ein paar Sekunden durchiteriert. Wenn ich aber das Passwort nicht einmal, sondern millionenfach hashen muss, dauert der Angriff einfach länger. So, jetzt habe ich einen Schlüssel. Jetzt will ich auch für jeden Datensatz einen Schlüssel haben. Auch da kann ich wieder so Key-Derivations-Funktionen nehmen. Ich habe einen Master-Key, den schütze ich ganz gut. Und für jeden einzelnen Datensatz nehme ich einen anderen Schlüssel. Und das ist extrem wichtig, nie denselben Schlüssel zweimal nehmen. Ja, und dann kann ich auch Sachen wie Initialisierungsvektor ableiten. Überspringen wir mal kurz. Und kann die Daten einzeln verschlüsseln. Auch hier bitte immer vorher sich Gedanken machen, weil gerade so Sachen wie Initialisierungsvektor, Nonce, habe ich symmetrisch, Block-Cipher oder habe ich einen Stream-Cipher, das ist ein bisschen diffizil. Kurze Frage zum Schlüssel nicht wiederverwenden, wenn ich jetzt einen Datensatz verschlüssel, entschlüssel, soll ich bei jedem Mal verschlüsseln einen neuen Key generieren? Das hängt davon ab, ja. Aber im Regelfall ja. Also im Regelfall wäre genau der Weg, dass man zum Beispiel die Version des Datensatzes mit in die Schlüsselableitung einbaut. Ja, also, es hängt ganz schwer davon ab, was man für einen Algorithmus und welchen Modus nimmt. Deswegen, ich will es gar nicht im Detail jetzt in der Kurzfassung hier machen. Wenn man jetzt sagt, wir verschlüsseln die Daten und man soll die Keys nicht so oft benutzen, man möchte ja auch die Keys irgendwann mal aktualisieren, also den Master Key zum Beispiel. Okay, was macht man da? Also man schreibt zum Beispiel die Schlüsselversion von dem Master Key, also hier die ID des Master Keys mit in den Datensatz rein. Also nicht den Schlüssel selber, aber dass man den wiederfindet. Das heißt, wenn ich jetzt den Master Key aktualisiere, also einen neuen nehme, dann habe ich, keine Ahnung, drei Master Keys, einmal den da und einmal den hier. Und wenn ich dann den Datensatz wieder entschlüsseln will, gucke ich nach, okay, was ist die Master Key ID? Dann hole ich mir den Master Key und dann kann ich den Record Key davon ableiten. Und dann kann ich die Daten entschlüsseln. Wenn ich das nicht mache, also nicht weiß, welchen Schlüssel ich genommen habe zum Verschlüsseln, dann kann ich ihn nicht wechseln. So. Neben Schlüsseln geht das auch für Algorithmen. Ja, DES war mal der heiße Scheiß. Dann kam Blowfish, dann haben wir festgestellt, so, 64-Bit-Block-Size ist ein bisschen doof. Nehmen wir 128 AES. Das betrifft Hash-Algorithmen und alle anderen auch. Hier ist erstaunlicherweise genau dasselbe. Ich merke mir die Algorithmen, die ich verwendet habe. Das ist nicht schlimm, ne? Also das darf man machen. Ein spannendes Thema ist Password Verification. Also ich melde mich irgendwie an. Normalerweise wird dann das Passwort gehasht, das wird in der Datenbank verglichen mit dem Hash. Und wenn das Passwort gleich ist mit dem Hash, super, dann kann ich dich anmelden.
Also A, MD5 ist doof und reine Hashes sind genauso doof. Weil wir haben gerade gelernt, Passwörter sind zu kurz, kryptografisch gesehen. Und so eine lustige Grafikkarte, die man sich im Supermarkt kauft, die kann Giga-Hashes, also ne, so Milliarden von Hashes in der Sekunde ausrechnen. Kann man sich mal ausrechnen, wie gut das gegen ein einfach gehashtes Passwort hilft. Da würde man sowas auch machen wie S-Skript, dass die Berechnung einfach sehr lange dauert. Jetzt haben wir ein Problem. Ich würde gerne von ME5 auf S-Skript wechseln. Okay, Benutzer meldet sich an. Hat er schon den neuen Algorithmus? Ja, weiter. Nein, okay, ich hashe das Passwort mit dem neuen Algorithmus, speichere das Passwort, also den neuen Hash und weiter. Na, bei Scott funktioniert das super, bei den anderen nicht. Weil die sich nicht angemeldet haben, aus irgendwelchen Gründen. Aber das kann man auch im Hintergrund machen. Na, und so. Hier steht irgendwie MD5 am Passwort. Na, man kann ja auch irgendwie mit diesem MD5 mit dem neuen Hash hashen. Da hat man so eine Hash-Verkettung. So, Problem gelöst. Na, dann kann ich das in einem auf einmal machen, muss nicht warten, bis sich der Geschäftsführer nochmal anmeldet. Ne? Das sieht dann so aus. Unabhängig davon, wenn er sich anmeldet. Dürfte das dann auch immer aufrecht erhalten? Also das ist immer klar, erst das Neue, dann MD5 nochmal? Ich würde speichern, welche Algorithmen ich genommen habe. Und wenn er sich dann anmeldet, kann ich es ja nochmal ersetzen, okay, wenn ich Lust habe. Also genau. Genau. Aber auch das würde ja auch nicht schaden, das so zu lassen. Ne? Integritätsschutz ist noch spannend. Weil da denken ganz wenig dran. Also Gals Datenbank, Alice und Eve. Eve ist evil. Alice verdient mehr als Eve, findet Eve doof. Was macht Eve? Hey, Eve hat Datenbankzugriff. Ausgezeichnet. Das wird wahrscheinlich auffallen. Also spätestens irgendwo in der Gehaltsabrechnung. Also irgendjemand wird das schon merken. Aber technisch gesehen kein Thema. Was würde man machen? Okay, man macht eine Checksumme. Also in der HMAC, in einer Verschlüsselung mit Metadatenschutz, was auch immer. Public Key Signatur, ist völlig egal was. Und zwar über das Gehalt. Also, Eve ändert das Gehalt, das passt nicht für die Checksumme. Success. Okay, jetzt ist Eve ja nicht ganz doof. Eve kopiert das Gehalt von Alice und auch die Checksumme. Und. Moment, ein zweiter. Gehalt rüber kopieren, Checksum rüber kopieren und keine 10.000, aber immerhin, ne? Kleiner. Also gehen wir einen weiter und wir machen eine Checksumme über den Benutzernamen, über das Gehalt. Das Wichtige ist bei dieser Checksumme, die muss irgendein Passwort, ein Geheimnis enthalten. Sonst könnte das ja auch Eve berechnen. Aber spätestens jetzt hat Eve keine Chance mehr, sich ein anderes Gehalt zu geben oder irgendwas anderes. Das ist ein super Mittel, um bestimmte Szenarien auch zu verargumentieren. Keine Ahnung, ich mache DevOps und muss irgendjemandem gegenüber argumentieren, dass kein Fraud passiert. Das ist eine Möglichkeit. Bei Passwörtern geht es ähnlich. Ne? Wenn Eve das Passwort, den Passwort-Hash von sich auf Alice-Account kopiert, kann Eve sich als Alice anmelden. Tschakka, auch doof. Also Takeaway, da kann man tolle Sachen mitmachen. Okay, Daten verschieben von irgendwie untrusted Parties, will ich gar nicht so groß darauf eingehen. Public Key Mechanismen sind besser als Plaintext. Warum ist das so? Der Schlüsselaustausch ist einfacher und wenn ich das hier betreibe, als Betreiber, also das ist meine Infrastruktur, und ich kann sicherstellen, dass hier nur verschlüsselte Daten drauf liegen, dann ist dieses Ding nicht mehr so schützenswert. Da muss ich da keine rohen Mauern drauf ziehen. So, gleich fertig. Okay, haben wir nicht. Entropie klicken wir auch kurz. Checkliste. Ich habe jetzt ganz viel erzählt und da waren ganz viele Punkte dabei und das kann man auch also nachher nachlesen, wenn man da Lust drauf hat. Ganz wichtig ist, man macht das nicht aus Selbstzweck, sondern man braucht, also man braucht ein Ziel, wo man hin möchte. Man braucht einen Datenbehandlungsplan, man muss wissen, was die Konsequenzen sind, wenn man es irgendwie verbaselt. Und das Management muss es mittragen. Ich muss meine Trust Anchor kennen.
Und ich muss die auch, naja, ist ja gut. wenn ich so sensitive Operationen habe, wie Verschlüsselung oder Signatur, dann sollte das nicht irgendwie jeder machen können, der im Netzwerk ist, sondern das sollte auch nochmal abgesichert sein. Keine eigene Krypto ausdenken. Also hier OpenPGP, S-MIME, you name it. Es gibt ganz viel Dokumentation dazu. Nicht selber ausdenken, das muss schiefgehen. Auch so Sachen wie Nonces einmal verwenden. Ne? Salt immer random. Initialisierungsvektor niemals null. Etc. pp. Alles, was ihr machen wollt, aufschreiben und von einem lesen lassen, der es versteht. Ja, die kosten Geld. Ja, es alles neu zu implementieren, kostet auch Geld. Wenn ihr verschlüsselt, den Master Key, den solltet ihr irgendwo anders doch mal backuppen. Ne? Also, Krypto funktioniert echt super. Wenn der Schlüssel weg ist, sind die Daten auch weg. Key-Refresh einplanen. Bestimmte Algorithmen, und das, also alle Algorithmen, haben eine bestimmte Menge an Daten, die mit einem Schlüssel verschlüsselt werden können. Das hängt ein bisschen davon ab, welchen Mechanismus man nimmt. Ne? Also bei GCM ist es ein bisschen weniger, bei CBC ist ein bisschen mehr, bei CTR ist es noch mehr. Aber es gibt eine Grenze. Wenn ihr alle paar Gigabyte einen neuen Schlüssel nehmt, dann seid ihr in jedem Fall safe. Ja, Rollover und sowas muss drin sein. Und bitte, bitte, beim Testen gucken, ob alte Backups zurückgespielt werden können. Ja, wenn Schlüssel und Backup auseinanderlaufen, dann ist es auch doof. Also nochmal, es gibt Anforderungen. Man kann durch Krypto eine Menge erschlagen, aber man kann auch eine Menge falsch machen. Und es ist keine Entschuldigung für keine Security. Also, man braucht auch die andere Security, selbst wenn man Krypto macht. Wir haben uns angeguckt, wie vergleiche ich Daten? Transparente Verschlüsselung hilft dann, wenn die Datenplatten geklaut werden und sonst nicht. Verschlüsselung mit symmetrischen Schlüsseln ist, also da gibt es viele Sachen, die man beachten muss und viele Möglichkeiten, das zu tun. Schlüssel und Algorithmen müssen ausgetauscht werden. Integritätsschutz ist ein cooles Feature, kann einem viel ermöglichen im regulierten Bereich. Das haben wir nicht gemacht, Entropie haben wir jetzt auch nicht gemacht und die Crypto-Checklist haben wir gemacht. Bam. Das, was gerade da ist, also, ja, also das hängt von der Programmiersprache ab. Jetzt muss ich ganz, ganz vorsichtig sein. Ich habe nämlich keine Ahnung von Perl und ich weiß auch nicht, was es da gibt. Sachen wie OpenSSL, PGP, so als Standard-Linux-Tools, die funktionieren jedenfalls super. Im Sinne von, da ist an alles gedacht, was zu denken ist. Ne, Fehler mal rein oder raus. Bei Java gibt es Bouncy-PGP oder die JCE. Die Java Crypto Extension. Bei Perl gibt es mit Sicherheit auch irgendein Paket, wo irgendein Kryptograf mal drauf geguckt hat und gesagt hat, ey, das ist sauber. Ja, richtig spannend ist es dann, wenn ich ein Online-System habe, also wo jemand online testen kann, weil dann habe ich ganz viele Probleme mit Seiteneffekten und Side-Channel-Attacks. Und dann ist Krypto echt schwierig. Eine Empfehlung, Dipsodium ist gut. Stimmt, Dipsodium ist super. Auch eine relativ eingängliche API dahinter. Also es gibt ganz viele, muss man nicht mehr schlau machen, aber bloß nichts selber machen. Das ist echt eine ganz doofe Idee. Noch Fragen? Ansonsten vielen Dank. Vielen Dank. Und gleich kommt der nächste Vortrag. Ne? Ja.